Ich denke, je länger ich mir diese ganze derzeitige Weltsituation ansehe, ich denke einfach, dass der Mensch es nicht akzeptieren kann, dass es nicht wird wie vorher, sondern dass es sogar schlechter wird. Der Mensch hat natürlich von Gott einen gewissen Überlebenstrieb bekommen und das ist nicht schlecht, dass er immer hofft, dass es besser wird, immer hofft, dass man überleben kann, immer letztendlich Hoffnung hat, obwohl manchmal Gott ganz klar zeigt, dass das nicht der Fall ist. Und hier in der Endzeit, wir hatten uns die Endzeit alle völlig anders vorgestellt. Aber jetzt plötzlich zeigt uns Gott etwas und in Matthäus 24, in den ersten 8 Verse, zeigt er uns ja, dass die Wehen eine gewisse Rolle spielen. Und Wehe sind ja immer die Ankündigung einer Geburt. Ich weiß das noch bei unseren Kindern, wenn die Wehe, das habe ich gelernt, unter 5 Minuten war, war es noch nicht schlimm. Aber dann kommen sie, wellenartig, und dann ist so, sie werden immer stärker, aber dazwischen ist eine Pause. Und genau so, sagt die Bibel, wird es in der Endzeit vor der Wiederkunft Jesu sein. Es werden Dinge geschehen, dann ist wieder eine Pause, Entspannung. Und dann kommt es wieder, aber stärker. Und dann kommt wieder eine Pause und dann kommt praktisch wieder ein stärkerer Anstieg. Und irgendwann ist dann die Sekunde da, wo es zur Geburt kommt, wo der Herr Jesus wiederkommt. Und die Bibel sagt klipp und klar, der entscheidende Punkt bei dem allem, das überliest man gern, ist Verführung. Matthäus 24, 4. Er sagt, seht zu, dass euch niemand verführe. Das heißt, nicht diese gemachte Corona-Pandemie, nicht diese Kriegszustände, die jetzt kommen, teilweise als Gericht Gottes, nicht, dass jetzt langsam unser Wohlstand wackelt, dass man auch langsam sich damit auseinandersetzen muss, dass es vielleicht eine Versorgungskrise gibt, dass man vielleicht sogar mit Hungersnöten, was wir Wohlstandsbürger ja uns gar nicht vorstellen können, dass dort etwas passiert. Nicht das, sagt der Herr, ist das Entscheidende bei den Wehen, sondern die Verführung. Jetzt müssen wir mal ganz nüchtern sein. Was ist Verführung? Verführung ist Lüge. Und dass es hier Hungersnöte gibt, in Hesekiel 4, 16, sagt der Herr zum Beispiel, dass er Jerusalem der Stecke des Brotes zerbrechen wird. Wisst ihr, wir haben ein Gottesbild aufgebaut, das so weit von der Realität entfernt ist, wie der Mond vom Sirius. Wir haben einen Gott aufgebaut, wo wir ihn dargelegt haben, als wäre er ein großer Humanist. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Die Bibel sagt, Gott ist dreimal heilig. Wenn ein Volk Gott ins Angesicht lästert, wie es wir jetzt seit Jahrzehnten tun mit Gender. Wisst ihr, Gender ist ein Gräuel. Das ist ein absolutes Gräuel. Da kann 100-mal jeder Wissenschaftler sagen, es gibt 67 Geschlechter. Es gibt keine 67. Es gibt ganz genau 2 Geschlechter. Und alles andere ist krank. Das ist einfach Fakt. Aber es hat ja keiner mehr den Mut, das zu sagen. Alle machen mit. Wisst ihr, die Leute sagen, oh, unsere Eltern, ich bin ja kurz nach dem Krieg geboren, unsere Eltern, wie konnten die damals dem Hitler auf den Leim gehen? Ihr seht es live vor euren Augen. Du kannst dieser verkommenen Gesellschaft jeden Unsinn erzählen und sie glaubt ihn. Du kannst ihnen sagen, es gibt 67 Geschlechter und die nicken. Du musst sagen, spinnt ihr? Entschuldigung, wenn ich es so deutlich sage. Also wenn ich das gesagt hätte früher, dann hätte man gesagt, du bist verrückt. Das heißt, da hat sich was verändert. Merkt ihr, da ist was passiert. Man hat die Menschen weich geklopft, dass sie jeden Unsinn glauben. Du kannst ihnen jede Lüge erzählen. Als die Corona-Verführung aufkam, sagt mir jemand aus dem Gesundheitswesen, es ist eine Grippe, kein Ebola. Wörtliches Zitat. Aber jetzt haben wir uns eingeredet, dass wir, ich sage mal so, einen Zustand hätten wie bei der Pest im Mittelalter. Es glaubt jeder alles, was man ihm erzählt. Und man redet uns ein, wir sind vollkommen demokratisch, es ist alles wunderbar. Also wer ein bisschen gesunder Menschenverstand hat, sieht doch, was hier abläuft. Aber das ist normal, weil es auf der ganzen Welt geschieht. Es ist der antichristliche Geist, der jetzt langsam die Kralle zeigt. Und die Bibel sagt auch mit den Kriegen, in 1. Chronik 5, 22 steht etwas. Gott ist kein Humanist. Er sagt klipp und klar in der Schrift, es gab viele Tote, weil der Krieg von Gott war. Wisst ihr, da muss ich zuerst mal dran gewöhnen. Die Bibel sagt klipp und klar in den Psalmen, Gott ist ein Kriegsmann. Das haben wir vergessen. Wisst ihr, wir haben ein Gottesbild aufgebaut, als wäre Gott der Oberhumanist auf dieser Welt. Ist er nicht. Natürlich sind es antichristliche Kräfte, die versuchen, 50% der Menschheit auszulöschen. Haben sie ja klipp und klar gesagt. Aber sie tun das nur als Handlanger, weil Gott nämlich im Gericht sagt,
dass er diese Welt strafen muss. Und je mehr wir gegen Gott sündigen, je mehr wird Gott auch hier in dieser Endzeit die Menschen umbringen. Das muss uns klar sein. Und wir müssen unser Gottesbild über letztendlich einen humanistischen Gott völlig ändern. Gott ist kein Humanist, Gott ist dreimal heilig. Man kann mit Gott nicht spielen. Mit dem Menschen kannst du jeden Unsinn machen, jeden Kompromiss, den kannst du einseifen, den kannst du verrückt machen. Das ist überhaupt kein Problem. Erdbeben, ich habe die Statistik wieder angeguckt. Gell? Also hier in Halmstadt ist ja Erdbebengebiet, also wir merken ja fast nichts mehr, wenn es schüttelt. Das ist man schon gewöhnt. Gell? Du merkst erst, wenn einmal eine Tasse rausfällt. Gell? Dann denkst du, heute war es heftiger. Gell? Und alle, die Häuser haben mit Fachwerk, die merken sowieso nicht, weil die gleich jetzt aus. Aber dann kommt halt auch langsam immer mehr diese Situation, wo die Bibel sagt, Verfolgung. Das ist ja nach die Wehe, bricht dann die Verfolgung aus. Aber das alles ist eigentlich gar nicht das, wo ich drauf raus will, sondern es passiert etwas. Ich habe es am Anfang nicht gemerkt. Je länger ich aber die Situation beobachte und mit der Bibel vergleiche, stelle ich etwas fest. Dieser Humanismus, der ja teuflisch ist, sind wir uns einig, Humanismus ist teuflisch. Wenn ihr geschichtsbewusst seid, lest einmal eure Geschichtsbücher aus der Schule. Der größte humanistische Akt der Neuzeit war die Französische Revolution. Wo ist sie geendet? Im Blutbad. Humanismus endet immer im Blutbad, weil der Mensch ein Sünder ist und weil der Mensch völlig verderbt ist und weil der Mensch vom Teufel, der Lügner und der Mörder von Anfang an ist, vollkommen infiltriert, inspiriert, getäuscht, angelogen wird. Und darum passiert es. Und das muss man einfach nüchtern sachlich sehen. Es passiert in der Endzeit etwas Furchtbares, und zwar, wenn ihr mal ganz nüchtern zurückgeht und seht, was jetzt im Mittelpunkt steht, der Mensch kommt immer mehr in den Mittelpunkt. Das heißt, der Humanismus wird jetzt installiert als Normalzustand. Da kann man Gott ins Angesicht lästern, ihm ins Angesicht schlagen, mit dem, was man tut, ist gar nicht schlimm. Hauptsache, der Mensch wird gehätschelt und gestreichelt. Das ist das Problem. Das heißt, wir haben einen teuflischen Humanismus, der den Mensch zu Gott macht, der den Mensch zum Götze macht. Und das hat einen Grund. Wisst ihr warum? Es wird der Übermensch erscheinen auf dieser Erde. Die Bibel nennt ihn den Gesetzlosen. Also wenn ihr in der Bibel das Wort Gesetzloser lest oder Gesetzlosigkeit, dann müsst ihr aufpassen. Dann hast du in der Regel eine Beschreibung des Antichristen. Und der Übermensch wird der Antichrist sein. Der 2. Thessalonicher 1, Vers 1 bis Vers 9, die ganze Leute verführen wird, unter anderem mit Kräften, mit Zeichen, mit Wundern, mit furchtbaren Dingen, und zwar er wird sich als Gott ausgeben. Es wird dann die allergrößte aller Lüge sein. Und jetzt kommen wir zum Problem. Ich weiß nicht, wie viel von uns gläubig, wiedergeboren, gerettet sind, aber ich gehe davon aus, der Großteil. Und da ist dann etwas. Jetzt sind wir Gläubige hier in diesem System. Wisst ihr, ich habe noch die beginnende Wohlstandsgesellschaft erlebt. Ich bin aufgewachsen, man hat uns erzogen zum gesunden Menschenverstand, man hat uns erzogen, was Anstand ist, was normal ist. Alles, was man mir beigebracht hat, ist heute so, wenn ich das äußere, sagt man, du bist ein Extremist. Ich muss sagen, Entschuldigung, ich bin normal, das ist nämlich der Unterschied. Und die Bibel sagt klipp und klar im 2. Timotheus 3, 1, dass ein Endzeitmensch entsteht, der völlig daneben sein wird. Das ist, was heute passiert. Das geschieht unter anderem durch die Medien. Da wird systematisch Gehirn gewaschen durch Medien. Aber das Grundproblem ist einfach das, ich bin ein Gläubiger, ja, was soll ich tun? 1. Korinther 12, 13 sagt, wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Jeder Wiedergeborene erlebt in der Sekunde, wenn er das Blut Jesu annimmt, wenn er die Erlösung Jesu annimmt, wenn er der Jesus in sein Herz hereinlässt, erlebt ein Gläubiger etwas Wunderbares. Seine Sünde werden abgewaschen, in derselben Sekunde wird er in den Leib Christi hineingetauft und in derselben Sekunde sagt die Bibel, bist du ein Fremdling auf der Erde. Epheser 1, 13 beschreibt es nochmal sehr deutlich, du bist jetzt ein Fremdling auf der Erde, du gehörst nicht mehr zu dieser Welt. Und wer die Versuchungsgeschichte Jesu kennt, der weiß, Teufel sagt zum Herrn Jesus, ich gebe dir diese ganze Macht dieser Welt, weil mir sie übergeben. Das heißt, der Teufel hat von Gott her ein gewisses Recht,
diese Welt zu steuern bis zur Wiederkunft Jesu. Das heißt, diese Welt ist in den Klauen des Teufels. Das sind ja alles altbekannte Tatsachen. Aber jetzt kommt halt das Grundproblem. Ich bin ein Fremdling auf Erden. Ich gehöre nicht zu dieser Welt. Ich gehöre zum anderen System. Ich gehöre zum göttlichen System. Ich bin hier absoluten Außenseiter. Das ist normal. Wisst ihr, wir sind es jetzt gewöhnt gewesen, weil der Teufel ja raffiniert ist. Der hat viel Zeit. Der ist einfach hingegangen, obwohl sie geht mir jetzt aus. Aber der ist hingegangen, hat uns systematisch eine Wohlstandsgesellschaft gewöhnt. Er hat uns daran gewöhnt, dass wir genug zu essen haben hier im Westen. Er hat uns daran gewöhnt, dass wir uns von den Medien berieseln lassen können, dass wir in Urlaub können, nicht nur einmal, zweimal, dreimal, viermal. Er hat uns daran gewöhnt, dass wir Autos haben, dass wir zu essen haben. Er hat uns systematisch daran gewöhnt, jetzt dreht langsam die Falle zu. Und jetzt kommt das Problem. Jetzt merkt der Mensch plötzlich, das, was ich habe, nimmt man mir weg. Und jetzt geht einfach der Teufel hin und installiert einen Humanismus und sagt dem Menschen, guck mal, Herr, du bist das Wichtigste. Jetzt müssen wir, wenn jetzt irgendwo etwas ist, dann müssen wir jedem Menschen auf der Erde helfen. Deutschland wird sein Neustart, habt ihr das gewusst, in Afghanistan verteidigt, haben wir uns gesagt. Entschuldigung, wer ein bisschen Zeitung liest, der weiß, dass Deutschland gar nichts verteidigen kann. Die können nicht mal sich selber verteidigen. Wenn ich lese, Entschuldigung, ist nur, was in der Zeitung steht, dass man keine Munition liefern kann, weil sie schimmelt. Was ist das für eine Armee? Versteht ihr? Solche Zonen Unsinn wurden uns alles vorgekaut und vorgejammert. Und die Menschen, die fallen da drauf rein. Und jetzt kommt die Situation, wo man sagt, und trotzdem ist der Mensch am wichtigsten. Ich muss jedem Menschen helfen, jedem Menschen retten. Und wenn er auf dem Mond wohnt, bloß nicht die Leute direkt vor der Haustür. Da merkst du, da ist was völlig durcheinander geraten. Warum? Weil der Mensch jetzt in den Mittelpunkt kommt. Der Mensch generell. Wenn du die Bibel nüchtern liest, vor allem im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, dann siehst du, dass die Bibel zwei, ich sag's einmal, starre Fronten aufbaut. Also wenn man die Bibel liest, im Unterbewusstsein weiß das jeder, aber man muss sich manchmal bewusst machen. Sie baut zwei Fronten auf. Sie sagt, auf der einen Seite steht der Teufel, der jetzt noch Herr dieser Welt. Auf der anderen Seite steht der Herr Jesus, der jetzt der Herr der Gläubigen ist in ihrem Herz. Zwei Pole, Teufel oder der Herr Jesus. Und der Herr Jesus ist nichts anderes wie die alleinige Offenbarung Gottes des Vaters, des dreimal heiliger Gottes. In Apostelgeschichte 26, 18 sagt die Bibel, wenn ein Mensch sich bekehrt, dann passiert etwas. Zwar was Wunderbares. Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft oder Vollmacht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das heißt, in der Sekunde, wie ich mich bekehre, bin ich nicht mehr unterm Einflussbereich des Teufels. Er hat keine Macht mehr über mich. Seine Vollmacht, die er über die Menschen hat, verliert er mir gegenüber in der Sekunde. Das heißt, und aus dem Grund gibt es jetzt zwei Gruppen von Menschen. Menschen, die unter dem Einfluss des Teufels sind, da wütet der Humanismus. Und Menschen, die nicht unter dem Einfluss des Teufels sind, das sind die Gläubigen. Und die Bibel sagt, das äußert sich dann praktisch nicht nur durch den Teufel und durch Gott und der Herr Jesus, sondern es äußert sich durch die Welt. Lukas 4,5 sagt klipp und klar, Teufel hat die im Griff. 1. Johannes 5 sagt klipp und klar, die ganze Welt ist im Bösen und das Reich Gottes. Also auf dieser Welt gibt es immer Extreme. Gott, der Teufel, das Reich Gottes und das Reich dieser Welt, die Finsternis. Und wenn man das nicht begreift, da gibt es keine Zwischenstufe. Wisst ihr, es gibt keinen Zwischenraum, dass man hier sagen könnte, ja, ja, die zwei, jetzt gibt es so eine Übergangsphase. Es sind krasse Gegensätze und genauso ist die Wirksamkeit. Wenn du Epheser 6, 12 liest, dann sagt die Bibel ganz klar für die Gläubigen, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir dürfen uns nicht diesen Humanismus aufdrängen lassen. Nicht nur, dass wir humanistisch menschlich denken, den Mensch in den Mittelpunkt stellen, aber auch nicht, dass wir diese Menschen als Feinde ansehen, weil es sind keine Feinde, sondern es sind arme Geschöpfe, es sind arme Tröpfe, die sind elend. Versteht ihr? Die sind Sklaven des Teufels, ein Ungläubiger. Es ist furchtbar.
Die können noch so lieb sein, aber letztendlich, der Teufel macht sie kaputt. Sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, da steht wieder die Bevollmächtigten. Gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Das sind die Kosmokratoren, so steht es im Griechischen. Wisst ihr, als ich vor Jahren gesehen habe, ich habe es in Ebing im Spielwarengeschäft gesehen, im Schaufenster, dass sie jetzt Kinder Spielzeug geben, die Kosmokratoren, sind nichts anderes wie Dämonen in kleiner Figurform. Zu meiner Zeit haben wir noch Gummi-Cowboy gehabt, da war die Welt noch ein bisschen normal. Jetzt hast du Dämonen als Figur. Diese Kosmokratoren der Finsternis dieser Weltzeit, also dieses Zeitgeistes, was jetzt läuft, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen, das ist unser Kampf. Und die Dämonen wirken. Und wenn du jetzt mal genau reinguckst, wie die wirken, dann siehst du Epheser 2, 1 bis 3. Da steht nämlich, wie die wirken. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, das ist der Ungläubige, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf, da steht wieder Äon, also nach dem Zeitgeist, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Und das ist wieder ein entscheidender Punkt, da steht wieder, der in der Luft die Vollmacht hat. Den Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Könnte man übersetzen, in den Söhnen, die sich weigern zu glauben. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Also der Mensch wird immer von seinen Trieben gestört. Wisst ihr, Triebe ist ja zuerst schon mal nicht falsch. Dass man richtig versteht. Es gibt zwei Extreme, dass man seine Triebe auslebt oder dass man seine von Gott gegebenen Triebe völlig ignoriert. Sag mal, ich habe den Trieb heute Morgen gehabt, früher habe ich Kaffee getrunken, ich habe den Trieb gehabt, Grüntee zu trinken. Ich habe den Trieb gehabt, ein Brot zu essen. Wisst ihr, Gott hat dem Menschen einen Trieb gegeben, dass er Hunger hat. Das sind alles gute Dinge. Selbst Sexualität, das alles ist gut, solange es in dem Rahmen läuft, wo Gott will. Das kann ich nicht negieren. Dann kommt Askese, dann kommen die Gnostiker, die alles verneinen. Da wurde genauso viel Unsinn praktisch verbreitet wie mit der Teufelei, dass man alles gehen lässt. Man muss einfach sagen, im Endeffekt ist es so, diese Dinge sind alle nicht falsch, aber die Frage ist, was mache ich mit? Und jetzt sagt er hier, sie tun den Wille des Fleisches und der Gedankentaten. Wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Das heißt, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wie arbeitet der Teufel? Über Gedanken. Und wie äußert sich Gedanken? Mit der Zunge, über Worte. Er sagte mal, ein großer Historiker, oder ein Mann, der sich gut ausgekannt hat, er sagte über das Dritte Reich, wo ja Millionen von Menschen sterben mussten, aber beim, ich sage es mal vorsichtig, Mao Zedong war es gleich, es war in der Inquisition gleich, es war in Amerika gleich bei der Fastausrottung der Indianer, es war gleich in Russland unter dem Kommunismus, das ist immer so. Es wird wieder so sein in der Endzeit. Und zwar, das ist immer das Gleiche. Du hast hier letztendlich eine teuflische Aktivität, die im Endeffekt zu Mord und Totschlag führt. Und dieser ganze Humanismus ist nur eine Farce, wo die Menschen täuscht und sie im Endeffekt umbringt. Und das ist das, was abläuft und das läuft über Gedanken. Und der sagte, das Dritte Reich war nur Worte, hat er wörtlich gesagt, nur Worte. Entschuldigung, ist ja klar, was Worte bewirken. Ich habe ja das Buch gelesen von diesem Mann, der nicht gewählt hat. Dann haben sie ein Schild aufgehängt neben seinem Haus, das war die Worte. Dieser Mann ist ein Volksschädling, weil er nicht wählt. Man hat klipp und klar gesagt, die Juden haben alles verschuldet, das ist nur gesagt worden. Goebbels hat geschrien, wollt ihr den totalen Krieg? Und da saßen amerikanische Reporter drin, englische, französische, die hätten da geschrien, wieso nein? Wisst ihr, was passiert ist? Durch diesen gruppendynamischen teuflischen Effekt, die sind aufgesprungen, haben genauso wie die Deutschen geschrien, ja. Wisst ihr, das ist das. Diese teuflische Gedanke bewirkt, dass du dann beginnst, diese Dinge auszusprechen und zu tun. Aber es beginnt mit den Gedanken. Das heißt, der Teufel arbeitet immer über Gedanken. Und das ist vielleicht das, was wir lernen müssen, dass der Teufel über Gedanken arbeitet. Und dazu gehört, dass diese Weltleute, 2. Timotheus 3, 1 bis 7, müsst ihr in Ruhe lesen,
dass dann letztendlich der Endzeitmensch geschaffen wird. Der wird systematisch über Gedanken, und das kommt über die Medien, da wird das systematisch eingegeben. Es gibt 67 Geschlechter, da wird eingegeben, der Mensch ist im Mittelpunkt, die Ordnung Gottes, Mann, Frau, geltet nicht mehr, gleichgeschlechtliche Sexualität ist genauso gut wie normale. Da wird dir alles eingeredet. Da wird dir eingeredet, alles, was nicht humanistisch ist und nicht der Mensch im Mittelpunkt hat, ist rechts, ist teuflisch, ist böse. Wisst ihr, das wird dir eingeredet durch Gedanken. Das wurde eingeredet, indem die Gedanken zu Worte werden und dann die Leute systematisch eingetrichtert werden. Dann entsteht der in 2. Timotheus 3,1 entstandene Endzeitmensch. Jetzt kommt das Problem. Wenn du Philipper 3,20 liest, dann stellst du fest, unser Bürgerrecht, da steht Politeuma, da kommt unsere Politik her, ist aber im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Die Gemeinde erwartet, dass er die Gemeinde entrückt und dass er die Gemeinde zu sich holt. Aber so lange, bis das der Fall ist, sind wir ohne Bürgerrecht. Das heißt, wir haben mit dieser Welt nichts zu tun. Und wir denken ja auch anders. Wir denken anders, wir reden anders und dadurch werden wir immer mehr zu Außenseiter. Und wenn du die ganze Parallelstelle, die die Bibel dann aufzeigt über diese Thematik, dir in Ruhe anguckst, dann sagt sie, die Weltleute, und die Bibel sagt klipp und klar, die leben in Sünde, dass es kracht. Aber 1. Johannes 3,9 sagt, aber nicht jeder, es gibt auch anständige Nichtgläubige. Das muss man ganz klar sagen, gibt es auch. 1. Johannes 3,9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Das steht im Präsens. Das heißt immer, der lebt nicht aktiv in Sünde. Und jetzt siehst du einfach etwas, diese Menschen werden systematisch gesteuert, die nichtgläubig sind, durch die Dämonen. Wir werden nicht durch Dämonen gesteuert, die Gläubigen. Epheser 4,11 sagt etwas. Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Und jetzt erklärt sich hier klipp und klar, wie er das macht. 16. Von ihm aus, vom Haupt, vom Herr Jesus, vollbringt der ganze Leib, also jeder Wiedergeborene, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wisst ihr, das ist etwas, was der Mensch zuerst erkennen muss. Und jetzt kommt das Teuflische, was in Trinzey passiert. Jetzt dringt dieser Humanismus in die Gemeinde ein. Jetzt geht man in die Gemeinde gleich vor, wie in dieser Welt. Aber die Welt ist vom Teufel. Wieso kann nur jemand, Erführungszeichen, Theologe werden, wenn er eine bestimmte Intelligenz hat? Wieso kann nur jemand Theologe werden, wenn er studiert hat? Ich sage nichts gegen Studieren. Aber wenn Gott sagt, er hat die Weisheit dieser Welt verworfen und er beruft, wen er will, das ist ihm völlig egal, ob der studiert hat oder nicht, er nimmt die Leute, die er will, dann kann ich doch nicht hingehen und einfach sage, im geistlichen Bereich musst du das und das haben. Ich habe immer lächeln müssen, als mir klar wurde, dass ein Hudson Taylor, der Gründer der China-Inland-Mission, heute von seiner eigenen Mission gar nicht mehr ausgesandt werden könnte, weil er die Bedingungen gar nicht erfüllt hat zu seiner Zeit. Das ist ja verrückt. Aber das ist das, da wird systematisch, wird in der Gemeinde Jesu, wird eine weltliche Schiene aufgebaut. Und das hat mit den Berufungen zu tun. Wisst ihr, dass wir uns richtig verstehen? Die Bibel verwirft zwei Dinge vollständig. Sie verwirft vollständig, dass du dich auf Menschen verlässt, dass du dich an Menschen hängst, dass du Gurus machst, zu dem neigt der Mensch, dass er Gurus macht. Aber gleichzeitig verwirft sie auch, dass du von Gott gegebene Berufungen verwirfst. Das ist genauso falsch. Weil wenn Gott eine Berufung gibt, dann ist nicht der Handelnde ist ein Guru, sondern Gott benutzt die Person, um seine Linie durchzusetzen. Und das ist wieder Epheser 4, die Ämter und Dienste, die er gegeben hat. Und die von Gott her müssen geachtet werden. Aber parallel dazu sind wieder Leute, die keine Berufung haben, aus denen kannst du leicht einen Guru machen. Wenn jemand wirklich berufen ist, wird es schwer, aus dem einen Guru zu machen. Aber jetzt kommen wir halt zu diesem entscheidenden Punkt. Immer mehr kommt der Mensch in den Mittelpunkt in dieser Welt, in der Gemeinde Jesu. Und dann wird es gefährlich. Und der Teufel, Johannes 8,44, die Bibel sagt, er ist ein Lügner von Anfang an. Römer 3,4 sagt, jeder Mensch ist ein Lügner.
Er arbeitet über Lüge. Wisst ihr, Geschwister, ich bin auf einem Punkt in meinem Leben ein Narr. Ich habe immer geglaubt, wenn ich nicht lüge, ich nicht betrüge, dann tut es ein anderer auch nicht. Und der Herr hat mir das beigebracht. Frag lieber meine Frau nicht, was mich das gekostet hat. Das hat mich unter anderem eine zweistellige Summe gekostet. Weil ich geglaubt habe, was mir die Leute gesagt haben. Ich war so dumm. Ich habe es einfach geglaubt. Als ich dann festgestellt habe, dass ich angelogen geworden bin, war es schon zu spät. Da war mein Geld schon kaputt. Und hinterher ist der Betrug rausgekommen, dass wir die Ohren gegelt haben. Entschuldigung. Wer war jetzt der Dumme? Ich. Weil ich geglaubt habe, wenn ich es nicht tue, tun es die anderen nicht. Von dem müssen wir uns verabschieden. Wir müssen uns bewusst sein, wir sind Gottes Kinder. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, dann sind wir sauber. Ein Gläubiger, der im Lichte wandelt, ist sauber. Aber Entschuldigung, ein Gläubiger, der nicht im Lichte wandelt, ist auch nicht sauber. Und ein Weltmensch sowieso nicht. Und du musst also immer mit rechnen, dass die Lüge dich dazu treibt, dass du Menschen verherrlichst, dass du dich an Menschen hängst, dass du den Menschen glaubst, was sie sagen. Und dabei wirst du betrogen, dass sich wirklich die Balken biegen. Ich zeige euch noch einmal, wie gerade im Reich Gottes wieder getrickst wird. Da wird es mir ganz anders. Jetzt sagt aber die Bibel, Johannes 14, Vers 6, der Herr Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit in Person. Und in 2. Korinther 13, 8, da sagt die Bibel etwas. Wisst ihr, jetzt kommt mein Problem. Wenn ich jetzt in der Gemeinde Jesu auf massive Lüge treffe, kann passieren, weil die Bibel sagt, alle Menschen sind Lügner. Wenn jemand im Fleisch ist, kann auch das ihm passieren. Aber wenn mich jetzt jemand massiv anlügt, dann wundere ich mich zuerst mal nicht, auch Gläubige, aber dann erwarte ich etwas. Dann muss derjenige kommen und Buße tun und mich um Entschuldigung bitten, dass er mich angelogen hat. Das wäre normal. Wenn ich jetzt jemand von euch dreckig ins Gesicht anlügen würde, könnte ich nicht mehr beten, nicht mehr Bibel lesen, keine stille Zeit mehr machen, ich könnte nicht mehr predigen. Es geht nicht. Wenn das bei jemand geht, dann kriege ich Bauchweh. 2. Korinther 13, 8, weil hier sagt die Bibel, denn wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Der normale Gläubige lebt in der Wahrheit, trotz seiner Schwächen, dass er auch mal hier daneben geht, aber in der Regel, der Grundsatz ist Wahrheit, der Grundsatz ist keine Lüge, nicht ein Mensch im Mittelpunkt. Und das, was ich vorher gezeigt habe, diese Gedanken, die drehen sich ja bei Menschen dann um den Menschen, um menschliche Mittel. Da wird alles menschlich gemacht. Dass wir uns richtig verstehen. Ich sage nichts dagegen. Die Bibel nennt es die normale Fähigkeit. In der Welt sagt man Idiocharisma. Das heißt, wenn du eine Fähigkeit hast, handwerklich zu sein, dann freu dich, dann sei handwerklich. Wenn du eine Fähigkeit hast, intellektuell zu sein, dann freu dich, dass du studieren, lesen und denken kannst. Bloß dumm ist, wenn der, wo intellektuelle Fähigkeit hat, handwerklich machen soll und wenn der, wo handwerklich machen soll, intellektuell arbeiten soll. Dann wird es schwierig. Ich habe jetzt bei mir eine Türe eingebaut. Naja, dass ich und meine Frau das überlebt haben, psychisch, das ist schon ein Wunder. Aber ich kann euch was sagen. Durch Gebet ist die Türe drin. Und die kann man sogar aufmachen. Zuerst habe ich sie so eingebaut, dass ich sie nicht aufmachen konnte. Ist auch toll. Du machst eine Türe, kannst sie nicht aufmachen, weil ich die Scharniere falsch angeschraubt habe. Aber ich habe es dann begriffen, habe alles wieder abgebaut und bin dann in den Baumarkt. Und dann bin ich wie ein Idiot bin ich zu dem und habe gesagt, pass auf, hier ist der Wand, hier will ich eine Türe machen. So, jetzt, wie gehört das Scharnier hin? Wisst ihr, was der vom Baumarkt sagt? Ich weiß es nicht. Dann war ich völlig beruhigt, habe gesagt, also ich bin nicht der Einzige. Dann hat er gesagt, aber ich habe einen Schreiner hier, der hilft dir. Da kam der Schreiner, der hat mir geholfen. Der hat gesagt, ist ganz einfach, guck her, zack, zack, zack. Dann habe ich es wieder eingebaut. Jetzt funktioniert es. Aber ihr begreift, was ich meine. Gott gibt Fähigkeiten, das ist gut. Aber im geistlichen Bereich gibt Gott keine natürlichen Fähigkeiten. Im geistlichen Bereich gibt er geistliche Fähigkeiten. Und das ist der Unterschied zu der Welt. Also muss ich im Reich Gottes nicht noch die menschliche Fähigkeit gucken. Also ich sage es mal hart, wenn jetzt jemand, ich habe einen Bruder, der ist Professor. Das sagt doch nicht, dass der predigen kann, versteht ihr? Der kann vielleicht Vorlesungen halten, der ist super in seinem Job. Aber das sagt doch nichts, dass er vor Gott die Berufung hat zu predigen. Er kann sogar sein, der macht durch seine
predigt die Leute kaputt, weil er die Wahrheit sagt, aber keine Vollmacht dahinter ist. Und dann wird Stroh gedrescht, dann verliert das Wort Gottes seine Wirksamkeit. Das sind so Dinge, wo du einfach sagen musst, Reich Gottes ist eine andere Welt. Wir gehören zu einer anderen Welt. Bei uns ist nicht der Mensch im Mittelpunkt, bei uns ist der Herr im Mittelpunkt. Und das wird in dieser Endzeit immer dramatischer werden, wenn nämlich diese Zustände noch schlimmer werden. Wir dürfen nicht zu den menschlichen Mitteln greifen. Sobald wir zu den menschlichen Mitteln greifen, kriegen wir ein Problem. 1. Korinther 3, 3 zeigt, dass es alles über fleischliche Ebene geht. Und 1. Petrus 4, 10 zeigt, dass es eben so sein muss, dass ich mit der Gnadengabe diene, die Gott mir gegeben hat. Das ist der Unterschied von Welt und dem Reich Gottes. Jetzt kommt aber ein Hauptproblem. Ich habe es jahrelang nicht erkannt. Mir ist das schlagartig klar geworden. Wenn ich den Lügen dieser Welt glaube oder nicht wachsam bin, wieso sagt der Herr Jesus, wacht und betet? Er sagt es ja an vielen Stellen, wir sollen wachen, beten, Lukas 21, 36, Matthäus 24, habt Acht, dass euch niemand verführe. Das heißt, ich muss wachsam sein. Wenn ich jetzt nicht wachsam bin und naiv, Entschuldigung, Naivität ist das Teuflischste, was es gibt, wenn es vom Teufel benutzt wird. Er kann Naivität benutzen. Und ich sage mal so, der einfältigste Mensch kann, wenn er biblisch gehorsam ist, vollkommen wachsam sein. Wir müssen aufpassen, wenn nämlich wir beginnen, den Lügen dieser Welt zu glauben und die Denkstruktur des Humanismus in uns aufzunehmen, dass dieses menschliche Denken, der Mensch ist das Wichtigste, der Humanismus ist das Wichtigste, unsere Gehirne zerfrisst, dann passiert etwas. Ich habe es lange nicht erkannt, dass das so krass geht. Dann passiert Matthäus 24, 39. Und zwar, ich habe mich immer gewundert, die Gläubigen, die ich kenne, die klar wieder geboren sind, einen gesunden Menschenverstand haben, vor Gott sauber sind, die erkennen das alles. Die erkennen, was los ist mit der Pandemie, die erkennen, was los ist mit dem Krieg, die erkennen, was los ist mit unserer Demokratie, die erkennen eigentlich alles. Die erkennen auch, was los ist im Reich Gottes, dass da überall wackelt. Aber Matthäus 24, 39 sagt zur Zeit Noahs, und nichts merkten. Sie merkten nichts. Wenn du dich dem Lügegeist öffnest, im Menschlichen, im Praktischen, dann wirst du verblendet. Die Zeit Noahs ist wie die heutige Zeit, du wirst verblendet. Ich habe in Bad Teinach ein ähnliches Thema gehabt. Da kam ein Bruder zu mir und sagt, seit ich das gehört habe, ist mir etwas klar. Ich muss mich in meinem privaten Leben von jeder Lüge verabschieden, sonst werde ich verblendet. Dann hat er mir ganz offen erzählt, wo er im Berufsleben getrickst und gelogen hat. Und dann sagt er, ich bringe das in Ordnung. Super. Wisst ihr, aber wenn ich das nicht tue, wenn ich mit der Lüge lebe, Schwester sagt ihr mal zu mir, wo ich leicht übertrieben habe bei ihrer Einleitung, sagt sie zu mir, Karl-Hermann, tu es nie mehr. Und dann hat sie einen Satz zu mir gesagt, obwohl die selber nicht so sauber stand, aber der Satz, der hat mich umgehauen. Sie sagte, du nimmst eine Anleihe beim Teufel auf. Ist mir die Luft weggeblieben. Von dem Moment an habe ich das nie mehr getan. Ich habe mich gehütet, nur im Geringsten irgendwas zu übertreiben, weil ich habe gedacht, naja. Und das ist es. Also immer dieser Dualismus, also Gegenpol. Lüge, Wahrheit. Licht, Finsternis. Was sagt Gott? 1. Mose 1, 4. Als hier letztendlich alles geschaffen wurde, Gott schied das Licht von der Finsternis. Und 1. Johannes 1, 7 sagt, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir aus der Lüge rausgehen, dass wir aus der Verführung rausgehen und dass wir im Lichte wandeln, dass wir letztendlich erleuchtet werden. Weil, ich habe die Stelle, wo ich es das erste Mal begriffen habe, da hat es mich also nicht nur fast umgehauen, da hatte ich einen Schock. Jesaja 21, 4 ist eine Katastrophe. Mein Herz schlägt wild, Schauder hat mich überfallen. Jetzt erklärt er warum. Die Dämmerung, wisst ihr, was Dämmerung ist? Ist die Vermischung von Licht und Finsternis. Da bist du nicht Licht und da bist du nicht Finsternis, da bist du vermischt. Ich hasse Dämmerung. Meine Frau sagt immer, warum brennst du schon wieder das Licht an? Das ist klar, wenn ich Dämmerung hasse. Wisst ihr, ich will Licht oder ganz Nacht, aber keine Dämmerung. Die Dämmerung, die mir lieb ist, man kann sich an die Dämmerung gewöhnen, hat er mir in Schrecken verwandelt. Merkt ihr was? Die Dämmerung, die Vermischung von Licht und Finsternis, bringt mir Schrecken, die bringt mir Elend. Wisst ihr warum? Lest Johannes 1, 1 bis 9, ganz in Ruhe. Weil Licht und Finsternis geht nicht zusammen,
gibt es Dämmerung. Gott und der Teufel geht nicht zusammen, dann kommt Verführung. Keine Vermischung. Und jetzt kommen wir zu einer Stelle, ich glaube, dass wir das einfach in der Tiefe noch nicht realisiert haben. Jeremia 17, 15, würden wir uns von dem Menschlichen verabschieden. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Ist es klar, was es heißt? Wenn ich mich auf Menschen verlasse, dann bin ich verflucht. Dann bin ich unter einem Fluch. Natürlich nimmt das Blut Jesu ihren Fluch weg, aber das ist ein ganz gefährliches Gebiet. Weil die Menschen sich am Humanismus ausgeliefert haben und sich den Menschen anhängen, kommt dieser Fluch. Und du kannst dir doch gar nicht vorstellen, dass die Leute nicht gut mit dir meinen. Entschuldigung, der Einzige, der es gut mit mir meint, ist der dreimal heilige Gott, der mir seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat. Der Jesus meint es mehr als gut mit uns, er ist unser Haupt. Aber alles andere, Entschuldigung, es kann sein, dass jemand gut mit mir meint, aber es kann sein, er meint es nicht gut mit mir. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagt er, verlass dich nicht um Menschen, da kommt eine Fluchlinie. Und dann kommt 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Und das ist der entscheidende Punkt. Es ist, ich sage es mal so, ein Spannungsfeld zwischen Segen und Fluch. Wenn ich auf den Herrn vertraue, bin ich unter dem Segen. Wenn ich mich am Menschen hänge, kommt eine Fluchlinie. Und das ist teuflisch. Das gilt der Gemeinde aber auch draußen. Und mir sagt man, ja, der kennt sich doch aus. Ich kann euch bloß eins sagen. Ich habe jahrelang in Stuttgart Landesbanken mitgeholfen zu fusionieren. Also ich kann euch eins sagen, was bei Menschen läuft, auch Menschen, die hochstudiert sind, Menschen, wo man sagt, das sind die Spezialisten. Ich gebe weder auf den Titel was, ob bei mir jemand Doktor, Professor oder 10 Professor oder 10 Doktortitel hat oder der höchste Politiker oder sonst was ist, das ist für mich, wie wenn er nichts ist. Ich habe es in Stuttgart erlebt. Soll ich ehrlich was sagen? Wisst ihr, wer die Fusion durchzogen hat? Mir war der kleine Handvoll Praktiker, die haben sie alle in den Ruhestand geschickt, wo die Fusionen vorbei waren. Meine Hochstudierten, wisst ihr, was die waren? Ehrlich gesagt, unfähig. Die haben das im Hirn gehabt, aber die konnten nichts. Ich habe mal zu einer Dame gesagt, die mich aufgefordert hat, ich soll Projektpläne schreiben. Ich habe zu ihr gesagt, Entschuldigung, wir machen es ganz einfach. Du schreibst die Projektpläne und ich wickel es ab. Und wenn ich fertig bin, sage ich dir, was ich gemacht habe, kannst du einen Plan schreiben, hinterher. Die war schockiert. Aber so hat es funktioniert. Und am Schluss kam die Projektleitung zu mir und hat gesagt, die hat bloß eins gefragt, Kaufmann, geht's oder geht's nicht? Wenn ich ja gesagt habe, haben sie es durchgezogen. Die haben niemanden mehr gefragt von den Spezialisten, die keine waren. Wisst ihr, wo das Problem war? Die haben nie geschafft. Ich hatte eine Kollegin, die ist mit 30 ins Berufsleben. Bis dahin hat sie nur studiert und Weltreise gemacht. 1. Korinther 3, 21. So rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch. Versteht ihr? Ich darf nicht auf die Menschen gehen. Ich achte jede Fähigkeit und jede Begabung von jedem Menschen und muss sagen, super, wenn der das kann. Und da muss ich sagen, es ist wunderbar, dass du das kannst. Aber ich verlasse mich nicht auf ihn. Versteht ihr? Wisst ihr, wo die Enttäuschung im Reich Gottes herkommt? Weil wir uns auf Menschen verlassen. Und manchmal ist es gar nicht böse. Manchmal ist der einfach gar nicht so stark, wie du denkst. Man denkt manchmal, der muss doch jetzt stark sein. Der ist gar nicht so stark, der ist viel schwächer. Wenn ich mich jetzt dauernd ärgere und das dauernd zum Anlass nehme, immer gewisser Perfektionismus, dann ärgere ich mich von morgens bis abends nur noch an die Leute. Dann ist auch echte Gemeinschaft gar nicht mehr möglich, weil du dich nur noch ärgerst. Wenn du aber dich nur auf den Herrn verlässt und sagst, der ist genauso schwach wie ich, am anderen Punkt wie ich. Also, wir können nur dem Herrn alle dienen in unserer Schwäche, aber wir verlassen uns nicht auf die Menschen, sondern auf ihn. Da kommen keine Enttäuschungen mehr. Wisst ihr, weil die Bibel sagt klipp und klar, diese falsche humanistische Sicht ist Lüge. Diese menschliche Sicht, sich an Menschen zu hängen, ist Lüge. Sprüche 12, 22 sagt was Furchtbares. Falsche Lippen sind dem Herrn ein Gräuel, wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. Wenn jeder Mensch ein Lügner ist, dann muss man klipp und klar sagen, immer wenn ich auf dieser Schiene der Lüge, der Verführung, des Humanismus, des Menschlichen gehe, bin ich Gott ein Gräuel. Entschuldigung, will ich Gott ein Gräuel sein? Auf die Idee kommst du ja gar nicht, dass du wegen solcher Dinge ein Gräuel bist. Wir haben so einen humanistischen Sicht, der Herr ist mit mir zufrieden, selbst wenn ich nur humanistisch denke, von wegen. Sprüche 19,5. Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft. Wer Lügen ausspricht, wird nicht entfliehen. Das heißt, Gott ist so, er hat Licht und Finsternis getrennt. Der Teufel ist der Erfinder der Lüge. Und es ist wirklich so,
Gott will, dass ich mit dem Teufel, mit der Lüge, mit der Täuschung, mit dem Humanismus, mit dem Menschlichen nichts zu tun habe, mich voll auf ihn verlasse. Sprüche 20, 17. Darf ich was sagen? Es hört sich vielleicht jetzt böse an. Die ihr nicht verheiratet sind, ich kann euch bloß einen Rat geben. Heiratet nie aus menschlichen Gründen. Was denkt ihr, was ich für Elend gesehen habe, seelsorgerlich, was in Ehe passiert, bloß weil man mit aller Gewalt sagte, wie es manche Gemeinden machen, du musst mit 18 bekehrt sein und getauft und mit 20 verheiratet. Und was da rauskommt, das sage ich euch lieber nicht. Wisst ihr, entweder gibt es der Herr oder gibt es nicht. Wisst ihr, ich muss alles mit dem Herr regeln, du wirst wahnsinnig sonst. Lasst euch ja nicht vom Teufel da in der Falle locken. Gell, er macht das relativ einfach. Und jetzt sage ich es mal vorsichtig, ich war das ja auch, gell, und bei mir hat es wenigstens geklappt, aber ein Verliebter ist nicht zurechnungsfähig, das ist auch Fakt. Also, da brauchen wir nicht reden. Ich habe mir eine Entzündung geholt, die ich 20 Jahre später mit Penicillin behandeln lassen musste, weil ich im Wahn, weil ich meine Frau unbedingt sehr wohl den Halbschuh im Tiefschnee umeinander gestapft bin. Wisst ihr, da muss ich sagen, Entschuldigung, warst du so verrückt? Ja, was ist ein Mensch? Und darum sage ich immer, ein Verliebter, ich muss warten, bis die Verliebtheit weggeht, dann kannst du entscheiden, ob du heiratest. Ich sage immer, wenn du miteinander einen Baum umsägen kannst, dann kannst du heiraten. Sprüche 20, 17. Erschwindeltes Brot schmeckt dem Manne süß, aber hinterher wird sein Mund voll Kies. Es gibt nichts Empfindlicheres wie die Zähne. Wenn du jetzt Kies in den Mund nimmst und drauf beißt, ist furchtbar. Und er sagt, genauso ist die Lüge. Alles, was erschwindelt ist. Wisst ihr, du kommst ja gar nicht auf die Idee, dass der Humanismus ein Schwindel ist. Dass der Humanismus eine Lüge ist. Das ist doch gut, wenn ich den Menschen Gutes tue. Wo steht das? Machen wir mal ein ganz praktisches Beispiel. Wenn Gott einen Menschen richtet, um ihn zurechtzubringen, knallhart mit ihm verkehrt, und du milderst es, weil du deinem Humanismus dem Menschen helfen willst, wem pfuschst du ins Handwerk? Gott. Wisst ihr, von daher bin ich inzwischen nicht mehr so. Ich war früher auch so, jedem helfen. Ich habe ein weiches Gewissen. Wenn ich nur gedacht habe, da ist das Geringste, habe ich sofort geholfen und versucht, Gutes zu tun. Habe ich aufgehört. Wisst ihr, warum? Weil mir inzwischen klar ist, es könnte ja sein, dass Gott den oder diejenige richtet. Dann bin ich zum Gegner Gottes geworden. Dann pfusche ich Gott ins Handwerk. Darf ich nicht. Sondern ich muss fragen, Herr, soll ich nicht? Wenn der Herr ja sagt, dann musst du von ganzem Herzen helfen. Wenn er aber nein sagt, dann musst du die Nerven behalten und nichts tun. Wisst ihr, das sind so Sachen, man muss sich das einfach vergegenwärtigen. Und dann gibt es was in der Bibel, müsst ihr euch merken, wenn die Bibel in der Gegenwartsform, wir haben das bei Schlachter relativ sauber gemacht, wenn die Bibel in der Gegenwartsform etwas schreibt, dann ist immer ein Dauerzustand. Oder wenn das Hauptwort kommt, Lügner. Ein Lügner ist nicht jemand, der mal lügt, sondern Lügner ist jemand, der dauernd lügt. Und in Offenbarung 21, 27 und 22, 15 steht, draußen sind und werden nicht eingehen, die Lügner. Wissen, von daher muss ich aufpassen wie ein Schießhund. Alles, was Lüge ist, und da gehört der Humanismus in seiner voller Pracht dazu, ist furchtbar. Jakobus 3,13 zeigt nochmal, irdisch, seelisch, dämonisch. Wenn du jetzt statt irdisch menschlich nimmst, das ist nämlich gemeint, irdisch, seelisch, dämonisch, muss ich sagen, über die menschliche Schiene, über den Humanismus, kommt das Dämonische. Ihr müsst mal gucken, ich habe mal eine Biografie angefangen von Hitler zu lesen, ich habe sie dann abgebrochen. Ich hatte einen Schock, wie ein Mensch wie Hitler an die Macht kommen konnte. Das war aber ganz einfach. Er hat die Leute ganz einfach gepackt beim Irdischen. Die Leute, noch Jahre später kamen alte Leute, die dort noch dabei waren, haben gesagt, beim Hitler konnte man die Tür offen lassen, da hat keiner gestohlen. Muss ich sagen, Grimms Märchen. Beim Hitler gab es einen Massenmord, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Hamann. Gibt es furchtbare Sprüche und Gedichte, die man dann auch aufgesagt hat. Ich sage es lieber nicht. Wisst ihr, sobald du den Menschen in den Mittelpunkt schon sagst, ich helfe dir, ich tue alles, Arbeitsdienst, plötzlich war keiner arbeitslos mehr. Drittes Reich, eine Form von Planwirtschaft wie in der DDR, bloß DDR war noch klassischer. Auch die Leute sagen, da hatten wir alle Arbeit, alle hatten ein Auskommen, aber keine Freiheit. Wisst ihr, das sind Dinge, wo du einfach sagen musst, irdisch ist immer gefährlich.
Und wenn Menschen vorne stehen, auch als Politiker, die besonders human sind und besonders lieb sind und besonders menschlich sind, Vorsicht. Weil der Antichrist wird ein ganz, ganz humaner, ein ganz menschlicher, ein ganz lieber Mann sein, der den Menschen alles gibt, was sie wollen, ihnen aber parallel dazu alles wegnimmt. Und da muss man aufpassen, nicht, dass es wie 1. Korinther 1, 12 geht, ich gehöre zu Paulus, ich zu Kephas, ich und so weiter, da man sich nicht die Menschen an der Rockzipfel hängt, weil letztendlich stehe ich vor Gott in Christus. Ich muss die Berufung anerkennen, ich muss anerkennen, was Gott tut, aber ich hänge mich nicht an Menschen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Habe ich auch lernen müssen. Und die Bibel sagt, sind wir bei Epheser 6, Vers 8, da er wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, es sei ein Sklave oder ein Freier. Von wem empfange ich es, wenn Gutes getan wird? Nicht vom Menschen, sondern vom Herrn. Er ist der Steuernde. Wisst ihr, wenn die Gemeinde klar ist, dass er alles steuert, dass ich alles über ihn machen muss, dann schellt nämlich der Herr ein, erleuchtet mein gesunder Menschenverstand und da werde ich ganz viele Dinge in dieser Endzeit nicht mehr tun können und nicht mehr tun, werde auch nicht verführt werden. Weil sobald ich mich am Menschen hänge, und jetzt kommt was glaubt ihr, wie viele dieser Gemeinde, die wir heute haben, wie viele Sekten, das gehört auch dazu, es gar nicht geben würde, wenn es keine Menschenfurcht geben würde. Sprüche 29, 25. Menschenfurcht ist ein Fallstrick, wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Fallstrick. Ich habe Leute, die mir klipp und klar sagen, ein führender Mann hat zu mir gesagt, Karl Hormann, er hat nicht sich getraut, eine Aussage über die Entrückung zu machen. Dann hat er mich gebeten auf einer Konferenz, ich soll die Aussage machen, die er auch glaubt, die ich auch glaube. Dann musste ich das vor lauter Brüder tun, die eine völlig andere Meinung hatten. Mir war das klar. Er hatte Menschenfurcht. Wäre er hingestanden, hätte es gesagt, hätte es ihn abgeschossen. Jetzt, ich war der Außenseiter. Ich bin hin, habe das gemacht und da saßen Brüder drin, die waren studierter wie ich. Der eine hat einen Wäschkorb voll mit lauter Lexika da, griechisch, hebräisch, das war ein Genie. Und dann, als ich meine Meinung sagte, sind die über mich hergefallen wie ein Raubtier über ein anderes Tier. Aber Entschuldigung, eigentlich hätte es er machen müssen. Es war sein Job, nicht meiner. Macht er Menschenfurcht. Ganz viele Leute laufen nur ihre Gemeinde mit aus Menschenfurcht. Die haben keinerlei eigene Meinung. Die stehen nicht vor Gott in Christus, wie die Bibel sagt im Korintherbrief, sondern die laufen halt einfach mit. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Daniel 6, 1 bis 29. Lest nicht das Kapitel, ihr kennt es alle. Daniel wird ja letztendlich von seiner eifersüchtigen Mitregenten verleumdet, aber eigentlich wird er gar nicht verleumdet, sondern sie sagen sogar die Wahrheit. Und zwar, sie stellen ihm eine Falle. Und zwar, sie sagen ganz einfach, es darf niemand 30 Tage beten. Und sie wussten, dass Daniel dem dreimal heiligen Gott dient und täglich betet. Das haben sie gewusst. Und sie wussten, dass er nicht nach dem Menschen geht. Wisst ihr, es ist auch jetzt so in dieser Endzeit, es ist ein Riesenproblem. Wir sind der Obrigkeit untertan, aber wir müssen Gott mehr gehorchen als die Menschen. Sobald die Obrigkeit etwas tut, was gegen die Gebote Gottes ist, muss ich Gott mehr gehorchen als der Obrigkeit. Dann breche ich die Obrigkeit eiskalt. Aber erst, wenn es etwas ist, das von Gott verboten ist. Und sie stellen ihm eine Falle und sie gehen dann ganz raffiniert vor. Sie wollen ihn unbedingt töten. Und dann sagen sie in Vers 9, nachdem sie erreicht haben, dass sie verbietet, praktisch, dass die Obrigkeit, also der König verbietet zu beten. Und nun, O König, erlasse das Gebot und unterschreibe das Edikt, das nicht abgeändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, welches unwiderruflich ist. Die Meder und Perser, das waren interessante Leute. Die hatten zum Beispiel Tage, wo sie dann gelöscht haben, wenn noch nichts war. Die hatten das Gesetz, wenn du das nach dem Meder und Perser Gesetz geschrieben hast, durftest du es nicht mehr ändern. Und der hat es jetzt gemacht, der König, ist eurer Dummheit. Der König, ihr müsst jetzt mal sehen, wie der Teufel arbeitet. Der König war am Daniel wohlgesonnen, hat, weil er menschlich dachte, humanistisch dachte, hat er nicht gemerkt, dass die anderen am Daniel eine Falle stellen. Und obwohl er der Daniel gemocht hat, mehr wie die anderen, letztendlich ist er ihnen in die Falle gegangen, weil er humanistisch gedacht hat. Das ist die Teufelei. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Merkt ihr was? Hat er Menschenfurcht?
geht da noch der Mensch um einen? Gott. Wisst ihr, da kommt jetzt die Frage, wenn das weitergeht mit dieser Endzeit, wenn man uns Dinge verbietet, wie weit müssen wir uns unterwerfen, solange es noch im normalen Obrigkeitsbereich ist, einwandfrei. Aber in dem Moment, wenn Gott was anders sagt, dann müssen wir hier das unterlaufen. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel bitten und flehend vor Gott. Sogleich erschienen sie vor dem König, jetzt siehst du, wie der Mensch ist, Humanismus, hier siehst du der Humanist, brachten das königliche Verbot zur Sprache. Hast du nicht ein Verbot unterschrieben, wonach jeder, der innerhalb von 30 Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, o König, in die Löwengrube geworfen werden soll? Der König antwortete und sprach, die Sache steht fest nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Jetzt schwärzt sie den Daniel an und sagt, er achtet nicht auf das Verbot, das du unterzeichnet hast, sondern er verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und sann darüber nach, wie er Daniel retten könnte. Aber es kommt etwas. Er kann ihn nicht retten, weil er sich selber in die Falle gelockt hat mit dem Gesetz der Meder und Perser. Wisst ihr, jetzt kommt das Teuflische. Der Humanismus hat immer Schiene, wo du letztendlich selber in der Falle bist. Obwohl du jetzt etwas, jemand Gutes tun willst, du kannst es gar nicht tun, weil du selber in der Falle steckst. Also ist jetzt ein blödes Beispiel, ich muss einfach erzählen. Ich bin in Eile, fahre Kolonne. Und jetzt kommt jemand, der vorher keine 30 Sekunden gewartet hat, kommt von der Seite rein. Und dann bremst der vor mir und lässt die rein. Da schimpfe ich jedes Mal und sage, der will jetzt denen was Gutes tun und merkt gar nicht, dass er mir was Böses tut, weil ich in Eile bin. Wisst ihr, das sind die Dinge. Der Mensch ist unfähig, Entschuldigung, der Humanist, der Mensch ist unfähig, zu erkennen, was richtig, was falsch ist, was gut ist, was böse ist. Er ist einfach vom Teufel vernebelt. Das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber das ärgert mich jedes Mal, das muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du weitergehst, dann siehst du etwas. Jetzt muss der König, obwohl er es nicht will, Daniel in die Löwengrube werfen. Und die Löwen sind ausgehungerte Tiere gewesen. Normalerweise hätte man den Daniel nach einer Minute nicht mehr gefunden, sondern bloß noch zerkrachte Knochen. Als Gott der König hin, Vers 19, dann zog sich der König in seinen Palast zurück und verbrachte die Nacht fastend und ließ keine Frauen zu sich führen. Der Schlaf floh vor ihm. Wisst ihr, das ist ein Humanist gewesen. Der hat letztendlich den Daniel gemocht, er wollte ihn retten. Aber merkt ihr etwas? Der Humanismus kann nicht retten. Er konnte ihn nicht retten, weil er immer humanistisch in eine Falle gegangen ist, eine menschliche Falle. Gesetz der Meder und Perser, er ist eine andere in die Falle gegangen. Andere Menschen haben ihn in eine Falle gelockt und dann hilft der Humanismus nichts mehr. Der Humanismus wird nie etwas helfen. Und er kämpft ohne Ende, aber er begreift etwas. 21. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Entschuldigung, das ist der König. Der hat so Angst um den Daniel, weil er wusste, es war sein bester Mann. Und trotzdem musste er ihn opfern. Warum? Aus menschlichen Gründen. Er war in der Falle. Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich vor den Löwen retten können. Also er weiß zum Beispiel, dass der Daniel dem dreimal heiligen Gott dient. Er weiß, dass dieser Gott retten kann wie niemand anders. Da sprach Daniel zu dem König. O König, möchtest du ewig leben? Also das ist fast schon sarkastisch. Er ist hier in der Todesgrube und der fragt, lebst du noch, bist du tot? Und er sagt, König, lebe ewiglich. Wisst ihr, manchmal muss ich sagen, der Daniel hatte schon Humor, um König das zu sagen. Andere hätte geschrien, oh König, ja, ich lebe. Und er sagt, König, lebe ewiglich. Da bin ich manchmal baff. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügen. Ist ja klar, was da passiert ist. Ich habe das lange nicht erkannt. Der Daniel fällt auf den Boden, dann stürzt sich die Löwe auf ihn los und plötzlich steht eine Person neben diesen Löwen. Wer ist der Engel des Herrn? Ist der Herr Jesus. Steht der Engel des Herrn, der Herr Jesus, da und hält den Löwe das Maul zu. Seht ihr? Und jetzt passiert die totale Rettung. Da wurde der König sehr froh und befahl, Daniel aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Merkt ihr etwas? Er hätte jetzt sagen können, oh, der König, der liebt mich so, ich bin sein bester Mann, der wird mich nie in die Löwengrube werfen. So denkt der Mensch. Irrtum. Der Teufel benutzt andere Menschen, um eine Falle zu stellen, dass dir selbst der Mensch, der dir noch so gut gesonnen ist, dir nicht mehr helfen kann. Ist das klar? Wenn jemand nur mir Gutes will und in der Falle ist, kann er mir nicht helfen.
Der Mensch ist ein Chaot. Der Mensch ist vom Teufel, ich sag mal so, verführt, nicht in der Lage, sich gegen diese Falle zu wehren. Und dann letztendlich bringt er sogar Menschen, die guten Willens dazu sind, mir Gutes zu tun, dazu, mir Böses zu tun. Ist brutal. Aber die Bibel sagt, er hat Gott vertraut. Daniel war klar, ich darf mich nicht auf den König verlassen, nicht auf die Menschen. Ich gehe in die Löwengrube. Wenn ich Gott diene, dann wird er mich retten. Und genau das ist passiert. Wisst ihr, das ist eigentlich auch das Endzeit-Szenario. Wir kommen in Situationen. Wisst ihr, ich kann euch nicht garantieren, dass wir von der Versorgung her, vom Essen, auch von der Versorgung her, wenn Atombomben fallen, dass diese Dinge uns nichts tun. Ich habe auch Jodtabletten daheim, ob das dann was nützt, weiß kein Mensch. Hat mir der Arzt einmal verschrieben, die habe ich schön aufgehoben. Wenn eine Hungersnot kommt oder wenn Verfolgung kommt, ich darf mich nicht auf Menschen verlassen. Sondern die Bibel sagt, du musst dich auf Gott verlassen. Wenn du dich auf Gott verlässt, dass der dreimal heilige Gott, der dir der Jesus gegeben hat, dich rettet, dann kommst du durch. Aber jetzt passiert das Gleiche. Da befahlt der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hat. Jetzt passiert genau das Gleiche. Man warf sie in die Löwengrube. Sie, ihre Kinder und Frauen. Ist Gott humanistisch? Warum lässt er die Frauen, die Kinder auch hier reinwerfen? Und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Sie sind nicht einmal auf den Boden gekommen, da war die tot. Das soll ich mal vorstellen. Aber der Daniel ist doch auch reingefallen. Was ist mit Daniel passiert? Nix. Warum? Weil der Engel des Herrn, der Herr Jesus, da war. Warum sind die zermalmt worden? A, weil sie Menschen waren. Und da siehst du, dass der Teufel seine Leute zerstört. Es muss uns klar sein, der Humanismus, der Teufel zerstört seine Leute. Jetzt geht der König hin, 27. Und sagt, man soll sich vor dem Gott Daniels fürchten und scheuen, denn er ist der lebendige Gott, welcher in Ewigkeit bleibt und sein Königreich wird nie zugrunde gehen. Seine Herrschaft hat kein Ende. Er rettet und befreit, er tut Zeichen und Wunder am Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Wisst ihr, und das ist eigentlich das Entscheidende. Menschlich wird es auch in der Gemeinde schwierig. Wisst ihr, was mich am meisten erschüttert? Ich bin nicht so leicht zu erschüttern auf den Bibeltext, aber es gibt Dinge, die haut mir der Boden unter die Füße weg. Wisst ihr, wer Paulus, als er sich radikal bekehrt hat, nach Jerusalem wollte, wer Paulus geholfen hat, zu den Aposteln zu kommen, wer sein bester Freund war, sein Mitarbeiter? Barnabas, ein Levit. Und dann sagt die Bibel ganz nüchtern sachlich in Apostelgeschichte 15, 37 bis 39, sie haben sich zerstritten wegen Johannes Markus. Das ist der Grund, warum der Johannes Markus nie leiden konnte. Wegen dem haben sie sich zerstritten. Und dann geht die Beziehung auseinander, geht dann mit Silas weiter. Wisst ihr, in der Gemeinde kann, wenn man menschlich denkt, wer hat das veranlasst? Barnabas. Er hat sich statt geistlich mit dem Paulus das vor Gott zu bewegen, sollen wir den Johannes Markus mitnehmen? Hat er Johannes Markus, weil er sein Neffe war, einfach mitnehmen wollen? Er hat menschlich gehandelt, er hat humanistisch gehandelt. Das Ende davor war, dass er die Beziehung mit dem Paulus zerstört hat. Wenn wir menschlich handeln, zerstören wir Beziehungen im Reich Gottes. Man hat Dinge kaputt. Und ich habe Kirchengeschichte, ich habe wirklich geguckt hinter und vorne. Der Barnabas verschwindet seltsamerweise auch aus der Kirchengeschichte. Du findest ihn so gut wie nicht mehr. Schlimm. Der Humanismus hat ihn zu Fall gebracht. 2. Korinther 4,4 sagt, aber bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Also der Teufel verblendet die Leute. Oder 1. Johannes 2,11, wo letztendlich die Bibel eine zweite Schiene sagt. Und das sind immer die gleichen Vorkommnisse, die hier unser Leben prägen, als Gläubige oder aber als Ungläubige. 1. Johannes 2,11, da sagt die Bibel, wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Sobald ich in Sünde lebe, werde ich verblendet. Weißt du, Verblendung? Lüge. Was ist Lüge? Das Wesen des Teufels. Mit dem zerstört er uns. Das heißt, von daher ist klar, wenn ich gerettet werden will in der Endzeit und durchkomme, muss ich mich zuerst mal ganz klar zum Herrn Jesus bekehren, radikal. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich muss dann in meinem Leben gucken, dass die Sünde rausgeworfen wird.
Und dann muss ich anfangen, gehorsam zu sein, indem ich wache. Ich muss die Sache angucken. Wisst ihr, wenn ich sehe, dass Gemeinde sagt, du darfst nichts über Endzeit, über Corona, du darfst nichts auch über den Krieg, du darfst nichts mehr sagen. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, wo bin ich? Was darf ich nicht sagen? Ich darf alles sagen, solange es vor Gott ist und sauber ist. Wenn ich die Leute nicht mehr warne, werde ich zum Verführer. Das haben die Leute alle nicht erkannt. Und dann sagt die Bibel, dann musst du diese Welt einfach benutzen. 1. Korinther 7, 29 bis 31, benutze sie als, benutztest du sie gar nicht. Das heißt, ich muss die Welt einfach benutzen und sagen, jetzt habe ich ein Auto, jetzt habe ich Benzin, jetzt fahre ich. Wenn dann letztendlich der Blackout kommt, alles weg ist, dann fahre ich halt Fahrrad. Entschuldigung. Dann habe ich halt keine Dienste auswärts. Entschuldigung. Und wenn kein Telefon mehr tut, ja, vielleicht tut die Post nur, dann schreibe ich halt Briefe. Versteht ihr? Ich benutze die Welt so, wie es mir Gott gibt. Aber ich verlasse mich nicht auf Menschen. Ich kann nicht sagen, oh, das wird nie passieren in Deutschland. Mein Haltungsmensch, der hat zu mir gesagt, wo ich ihm das alles erklärt habe, oh, das ist ja so, das kann passieren, aber doch nicht bei uns. In Amerika, hat er gesagt, da passiert es, aber doch nicht in Deutschland. Ich denke, Entschuldigung. Wisst ihr, das ist diese humanistische Narrheit, dass man glaubt, bei uns nicht. Man ist daran gewöhnt, in Deutschland haben wir alles im Griff. Ja, wenn ihr ein bisschen Zeitung lest, ich lese übrigens Zeitung, man sagt, der Gläubige soll keine Zeitung lesen, das sehe ich völlig anders. Ich soll die Bibel lesen und die Zeitung. Wenn ich nämlich sehe, was da läuft, dann muss ich sagen, der Gott nicht bloß ein bisschen was schief, der Gott fast alles schief. Aber wenn ich halt den Menschen glaube, wisst ihr, wenn man mir sagt, es wird nie etwas passieren. Wisst ihr, ich verstehe das nicht. Ich habe Aussagen von Politikern, die haben schriftlich oder immer Clip oder irgendwie, ich habe die, wo die klipp und klar gesagt haben, das und das ist unsere große Gefahr, zum Beispiel der Pandemie, es wird alles überbelastet sein. Und dann geht der Gesundheitsminister ein paar Monate später hin und sagt, es gab nicht einen Tag, wo Überbelastung war. Und ich muss sagen, Entschuldigung, er hat sogar gesagt, nicht einmal einen Tag, wo Gefahr war, der lügt uns doch an. Versteht ihr? Aber jetzt müsst doch die Menschheit aufstehen und sagen, ihr lügt. Nein. Hitler hat einmal gesagt, du musst den Menschen eine ganz große Lüge erzählen, dann glauben sie, dass eine kleine ist zu harmlos. Du musst eine ganz große erzählen. Und Napoleon, den ich ja nicht mag, hat einmal klipp und klar gesagt, der Deutsche glaubt jede Lüge, du kannst ihm erzählen, was du willst. Wahrscheinlich hat er recht. Aber wenn ich aus dem raus will, dass ich nicht verblendet werde, dass ich nicht diesem Humanismus, diesem antichristlichen Geist zum Opfer falle, dann muss ich einfach mich als Wort Gottes halten. Und dann kommt Jeremia 23. Ich habe jetzt wieder Fälle, wo ein Bruder gesagt hat, ich glaube am 16. September sei die Entrückung, er hätte einen Traum gehabt von Gott und lauter so Zeugs. Ich habe dann der Schwester, die mir das erzählt hat, bloß Jeremia 23 gesagt, sie täuschen euch die Offenbarung ihres eigenen Herzens. Menschlich verkünden sie und nicht, was aus dem Munde des Herrn kommt. 25. Ich habe gehört, was die Propheten reden, die in meinem Namen Lügen weissagen und sprechen. Ich habe einen Traum gehabt, ich habe einen Traum gehabt. Wie lange soll das noch gehen? Soll etwa die falsche Weissagung im Herzen der Propheten bleiben und der Prophet die selbst erfundenen Betrug weissagen? Und dann sagt er klipp und klar. Und das ist der entscheidende Punkt, wenn ihr jetzt alles in Ruhe liest. Die Bibel sagt klipp und klar, wer mein Wort hat, der predige mein Wort in rechter Weise. Ist nicht mein Wort, wie ein Hammer der Felsen zerschmeißen und dann sagt, andere sind Lügeträume und letztendlich verdrehte Worte. Und er sagt immer, das eigene Herz. Steht ihr? Das eigene Herz des Menschen ist unter dem Einfluss des Teufels. Das ist immer anfällig für Lüge. Und auch ein Gläubiger ist unter dem Einfluss, außer er wandelt im Geist. Dann ist er natürlich nicht anfällig. Wenn du im Geist wandelst, bist du nicht verführbar. Wenn du im Fleisch wandelst, bist du verführbar. Und das ist nur der entscheidende Punkt. Und jetzt sagt halt die Bibel klipp und klar, 1. Korinther 4, 6, nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Offenbarung 3, 8 und 10 sagt, du musst dich an den Herr Jesus halten und das sei Wort. Dann kommst du durch, weil der Herr Jesus ist die Wahrheit und sein Wort ist die Wahrheit. Wenn du jetzt alles durch ihn wie ein Filter kontrollieren lässt, dann wirst du nicht verführt. Dann wirst du die Menschen nicht zum Opfer fallen. Dann wirst du gehen wie im Daniel. Du kommst vielleicht in die Grube, aber du gehst nicht unter. Und 2. Korinther 2, 17 sagt, dass sogar die Möglichkeit, dass man das Wort Gottes fälscht, gibt. Wisst ihr, wenn ich sehe, wie die Leute, ich verstehe es nicht. Ich glaube nicht, dass ich jetzt einen besonderen, gesunden Menschenverstand habe, aber ich habe einen gesunden. Wisst ihr, stell dich mal vor, Gott gibt dir jetzt die Bibel. Hat er die Täufer benutzt, es gab eine Täuferbibel vor Luther, und Luther und der Buchdruck der Gutenberg. Gott gibt der Menschheit endlich die Bibel in gedruckter Form, was sie ja Hunderte nicht hatte. Glaubt ihr, dass Gott
den Menschen eine falsche Bibel gibt, einen falschen Text. So dumm sind die Leute. Und dann, ein paar hundert Jahre später, kommt ein neoorthodoxer Theologieprofessor, unter anderem zwei Engländer, die Maria-Kult betreiben und die vollkommen unklar sind und sagen, das müssen wir die Bibel menschlich, wissenschaftlich erforschen. Und der Herbert Janssen, den ich ja zu meinen Freunden zähle, der inzwischen beim Herrn ist, hat wunderbar unter großen Kämpfen sich als Theologieprofessor zum Neuen Testament, und er hat Stephanus gelesen, Textus Receptus, bekannt, und in seinen Neuen Testamente war immer ein vollständiger Text nach Textus Receptus. Und jetzt, wo der Herbert ganz alt geworden ist, inzwischen gestorben ist, kommt ein Neues Testament raus, da fehlen plötzlich Stellen. Ich habe die ganze Stelle aufgeschrieben. Und plötzlich kommt die ganze Bibel raus und es fehlen da Stellen. Und jetzt kommen wir wieder zum Mensch. Ich habe das einem Mann vom Verlag gesagt, der es nicht immer gewusst. Merkst du, du wirst auch da getäuscht im Reich Gottes. Du musst aufpassen. Es ist einfach so. Ehrlich wäre zum Beispiel so eine Bibel vorne reinschreiben, wir haben den Textus Receptus verlassen, du hast jetzt keinen vollständigen Text mehr, wie ihr es gewöhnt seid. Wir haben diese Bibelstelle weggelassen, es steht in einem Testament nur drin, in der Bibel nicht mehr, habe ich geguckt. Außer ich habe sie überlesen. Aber versteht ihr, du kommst ja nicht auf die Idee, dass du hier getäuscht wirst. Wenn ich 100 Leute frage, sage ich, vollständige Bibel, die war immer vollständig. Nein, sie ist nicht mehr vollständig. Was ist das? Lüge. Zum Schluss ein Satz. Was mache ich selber privat, dass ich nicht untergehe? Ich bin ja auch ein Chaot von Natur. Ohne Frage. Wenn du siehst, wie ich die Türe da produziert habe, wüsstest du, was ein Chaot ist. Es ist einem Geistlichen manchmal gefährlich. Aber der Herr, mir hat was klar gemacht, ich lese uns zum Schluss die Stelle. Sprüche 16, 3. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne oder Gedanken werden zustande kommen. Alles hat der Herr bestimmt zu einem bestimmten Zweck, sogar den Gottlosen für den Tag des Unheils. Alle stolzen Herzen sind dem Herrn ein Gräuel. Die Hand darauf, sie bleiben nicht ungestraft. Stolz ist menschlich. Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt. Da heißt es, die Gnade und die Wahrheit. Und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Wenn die Wege eines Menschen dem Herrn wohlgefallen, so lässt er selbst seine Feinde mit ihnen in Frieden leben. Ich habe jetzt angefangen, alles, was mich betrifft, am Herr Jesus und durch ihn am Vater im Himmel hinzulegen. Ich bete auch manchmal und sage, Vater im Himmel, ich befehle dir alles an, im Namen Jesu. Ich befehle dir alles an. Und dann zähle ich alles auf. Jetzt sagt die Bibel, wenn du das richtig machst, nicht in der Lüge lebst, nicht menschlich denkst, nicht humanistisch denkst, nicht den Menschen an der Rockzipfel hängst, sondern alles von Gott erwartest und von ihm alles filtern lässt, selbst wenn du unangesehen bist. Wisst ihr, ich bin durch die Corona-Krise, ich bin aus unserer Konferenz rausgeworfen worden. Wisst ihr, die Brüder sind ja lustig. Dann hinterher ruft sie mich an und sagt, wir haben dich doch nicht rausgeworfen. Dann sage ich, Entschuldigung, was ist das? Wenn ich zu jemandem sage, wir wollen dich nicht, wir laden dich hiermit von der Konferenz aus, ja, was ist das wie ein Rauswurf? Gell? Man kann alles schön hindrehen. Dinge sind zerstört worden, da muss ich sagen, interessiert mich das? Nein, sondern ich befehle zum Herrn. Ich befehle dem Herrn meine Frau, meine Kinder, mein Haus, mein Auto, mich, mein Leben, meine Gesundheit. Ich befehle alles dem Herrn an und dann erwarte ich, dass das passiert. Und wenn das vor Gott wohlgefällig ist, wenn er sieht, dass man sich voll auf ihn verlässt wie in Daniel, dann wird er selbst meine Feinde so weit kriegen, dass die mit mir zufrieden sind. Habe ich erlebt im Kampf mit der Pfingstbewegung. Am Schluss waren die mit mir zufriedener wie die Leute aus der Brüderbewegung. Es war ein Schock für mich. Die waren mit mir zufrieden. Wer lenkt die Herzen wie die Wasserbäche? Gott. Wisst ihr, jetzt müssen wir eine Entscheidung fällen. Ich muss die jeden Tag fällen, ihr müsst die fällen. Wem glaube ich? Wem werfe ich mich zu Füßen? Auf wen verlasse ich mich? Auf die Menschen oder auf ihn? Wisst ihr, Leute kommen zu mir und fragen mich Zeugs, das kannst du dir nicht vorstellen. Das geht nur, wenn sie mich bloß fragen, wen soll ich heiraten? Das sage ich immer, das ist deine Sache. Du musst sie haben, nicht ich. Aber die Frage mich Sachen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da muss ich immer sagen, das ist doch nicht mein Problem. Die erwartet wie ein Guru, dass ich ihnen sage, was sie tun sollen. Das ist alles Unsinn. Ich muss vor Gott in Christus stehen und dann erwartet, dass er mir Weisung gibt und dann kann ich keinen Fehler machen. Und dann wird er alles lenken. Er wird die Herzen lenken wie die Wasserbäche. Ich werde nicht dem antichristlichen Geist zum Opfer fallen. Ich werde wieder Daniel in der Löwengrube bewahrt werden, weil der Herr Jesus dem Löwes Maul zuhält. Ich werde durchkommen als Mensch, als Mann, als Familie, als Frau. Wir werden durchkommen, wenn wir uns von ganzem Herzen auf ihn verlassen. Die Elisabeth Schlachter, die Tochter von Franz Eugen Schlachter, die hatte ein schlimmes Leben. Die hat einen Mann geheiratet. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie hätte nicht geheiratet. Hat sogar ein Ehebuch geschrieben. Ihr Enkel hat mir dankensweise ihre
Bibel, die der Franz Eugen Schlachter Erik geschenkt hat, hat er mir geschenkt. Und ich habe dann mit großem Interesse gelesen, was diese Frau, die einen ganz schönen Kampf hatte, ist auch mit 51 gestorben, Magenleiden, was die da reingeschrieben hat. Unter anderem, der wichtigste Vers hat sie mit Bleistift eingetragen: Verlass dich von ganzem Herzen auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Und ich denke, Praxis, die hat es erlebt und die hat überlebt, trotz aller Kämpfe. Und ich denke, das ist für uns wichtig. Wir müssen uns von ganzem Herzen auf den Herrn verlassen, nur auf sein Wort. Wir müssen ihn um Erleuchtung bitten, müssen ihm alles anbefehlen, auf ihn warten. Und dann wird er hinter der Kulisse beginnen zu wirken. Wenn er nicht gleich wirkt, alles hat seine Zeit. Er entscheidet, wann die Zeit ist, nicht wir. Aber wir müssen uns dem Herrn zu Füße legen und dann werden wir überwinden. Und dann kann kommen, was will. Wissen Sie, wenn ich sehe, wenn uns schon wieder alles androht, was ab November sein soll, dann muss ich sagen, interessiert doch niemand. Der Herr wird das alles regeln. Und dann, wir können völlig ruhig sein, wenn wir uns auf ihn verlassen. Ich möchte beten. Herr Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns der Herr Jesus gegeben hast. Und Herr Jesus, du warst bereit, die Himmel zu verlassen, dieses große, vollkommene Opfer zu bringen. Und wir möchten uns wirklich wegwenden vom Menschlichen, wegwenden vom Humanistischen, wegwenden vom Teuflischen, wegwenden von aller Lüge, wegwenden von allem, was uns täuscht. Wir wollen uns von ganzem Herzen nur auf dich verlassen. Jeder Mensch ist ein Lügner, sagst du. Auch ein Gläubiger im Fleisch ist ein Lügner. Im Geist ist er keiner. So lass uns Gläubige jetzt wirklich im Geiste wandeln, dass wir hier diese Werke des Fleisches nicht tun. Lass uns aber gleichzeitig wachen und beten und geöffnete Augen, ein erleuchteter, gesunder Menschenverstand haben, dass wir alles so sehen, wie du es siehst und dann letztendlich entfliehen. Du wirst, selbst wenn es beim einen oder anderen passiert, dass er in die Löwengrube muss, du wirst auch dort dem Löwe, dem Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, du wirst ihm das Maul zuhalten und uns entfliehen lassen. Wir danken dir dafür. Amen.